Mein Name ist Gaim, ich wohne in Deutschland. In dem Krieg, der in der Ukraine noch passiert, wollte ich selbst mit eigenen Augen sehen. Dafür habe ich mich entschieden, selbst nach Ukraine, nach Südost, nach Novorossiya fahren. Jetzt wollte ich kurz was dazu sagen. Das, was habe ich hier gesehen und vor kurzer Zeit selbst überlebt. Ich habe das kurz notiert für mich und werde ich Folgendes zitieren. Hier könnte ich mit eigenen Augen sehen, wie die ukrainische Armee unschuldige Menschen, vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen, täglich mordet. Täglich werden Raketen von ukrainischem Militär abgefeuert, sogar auch mit verbotenen Waffen. Und treffen zivile Objekte, nämlich Schulen, Krankenhäuser, lebenswichtige Infrastruktur von Donbass. Von Waffenruhe ist hier überhaupt nichts zu sagen, nichts zu sehen. Die ukrainischen Soldaten begehen unmächtige Taten, töten jeden Tag und quälen auf brutalste Art und Weise die Gefangenen. Oft wird gesagt, dass mit den Gefangenen jetzt alles okay und in Ordnung ist, es überhaupt nicht so ist, weil ich habe selbst hier vor kurzer Zeit, ich bin hier seit 6 Wochen, ein paar Mal habe ich selbst gesprochen mit den Gefangenen, die wurde vor kurzem ausgetauscht. Die haben mir richtig alles erzählt. Kurz danach werde ich über die eine Frau erzählen, die sagte, es kann ganz offensichtlich sagen, die ist mit einem Spitznamen Marshall und hat mich genau erklärt und erzählt, was genau passiert. In Deutschland leider, in Deutschland, in Medien wird leider für die deutsche Bevölkerung die ganzen Informationen umgedreht dargestellt. Deswegen bin ich hierher gereist, wie ich habe schon vor kurzem gesagt, mich selbst zu überzeugen. Und deswegen musste ich selbst nach Novorossiya fahren. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, mit Spitzname Marshall. Die war als Gefangenen am 12. 2014 ausgetauscht und zum Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt ist auf freiem Fuß. Die ukrainische Militär haben sie und ihren Mann verschleppt, brutal geschlagen mit hinter dem Rücken gefesselten Händen. Sie mussten so mit gefesselten Händen auch auf die Toiletten gehen. Dabei haben die Soldaten gelacht und wieder geschlagen und immer wieder. So, wichtig ist zu sagen zu diesem Fall, dass weder die Frau noch ihr Mann gegen die Soldaten gekämpft haben. Beide sind ganz normale Zivilisten im Most Wanted. Kurz dafür wollte ich noch was dazu sagen. Es ist überhaupt nicht normal, meiner Meinung nach, dass die eine ukrainische Bande aus Kiew kann für ganze Ukraine was zu entscheiden. Dafür muss tatsächlich Menschen entscheiden und sogar, als sie wollen, demokratisch entscheiden. Nicht jemand, irgendeine, wie gesagt, ich habe vor kurzem gesagt, eine Bande. Und noch, ich verstehe überhaupt nicht, warum USA entscheidet, was ist gut und was ist nicht gut. Und ich gehe davon aus, die Zeit für USA ist vorbei. Dankeschön. Vielen Dank, wenn jemand hat mich verstanden und gehört. Danke.